Die erste Frage: An was denkst du, wenn du das siehst? Regenerative Community. Für mich ist eine regenerative Community eine, an denen Mensch und Natur in einer für beide vorteilhaften Beziehung leben, die aktiv das Ökosystem wiederherstellt und die lokale Bevölkerung unterstützt. Beim Gedeihen unterstützt, beim Wachstum. Machbar? Ich glaube, es ist definitiv machbar, aber das ist der große Punkt. Es muss eine ganzheitliche Entwicklung stattfinden, in der die Menschen den Willen haben, das Wissen und die Fähigkeiten besitzen, um in Einklang mit den Prinzipien einer regenerativen Community zu handeln. Und nur wenn wir das Verständnis haben, ist es, glaube ich, machbar. Das ist ein wichtiges Kriterium. Letzte Frage. Wie? Ich bin eigentlich der Ansicht, um eine regenerative Community zu erschaffen, müssen wir über Nachhaltigkeit, Sustainability hinausgehen. Weil regenerative Entwicklung bedeutet für mich, dass Wissenschaft und Praxis integriert werden und wesentliche, aber oft vernachlässigte Punkte von Nachhaltigkeit wie die zeitliche und räumliche Dynamik vernachlässigt werden. Und um ein regeneratives Konzept für eine Community umsetzen zu können, glaube ich, braucht es mehrere Punkte bzw. eine Art Leitfaden. Und ich glaube, man muss einmal Knotenpunkte bzw. Hebelpunkte identifizieren, Kollaborationen erstellen, weil alleine schafft man es nicht, es geht nur gemeinsam. Man muss Ziele und Strategien identifizieren. Und was ganz wichtig für mich ist persönlich, man muss Metriken entwickeln und anwenden können, damit man Fortschritt auch messen kann. Und zu guter Letzt muss man eben das System quasi aktualisieren von alt auf neu. Das ist, glaube ich, wie es funktionieren könnte.